Moin Moin und Hallo zu dem Brennbrandboden mit einem neuen Unboxing. Es wird mal wieder Zeit, wir hatten jetzt lange nichts. Ich war auch ein bisschen faul, muss ich sagen, in letzter Zeit. Und jetzt haben wir was mal ein neues Unboxing mit Bloodborne und dem ganzen Käse. Geht's dann bald auch weiter. Und wir haben jetzt aber momentan hier Wolfenstein The Old Blood in der Boxed-Version. Das Ding ist ja jetzt schon mittlerweile eine Woche ungefähr zum Download draußen. Haben zumindest schon einige gespielt, einige gestreamt, einige Let's Played und deswegen werde ich das sein lassen mit dem Titel, weil der Zug ist eh abgefahren. Aber ich wollte halt gern die Boxed-Version, weil ich bin so von Download-Sachen immer nicht so der Freund. Und jetzt ist es ja auch rausgekommen als Download, das Standalone DLC zu Wolfenstein The Old Blood. Und wir gucken mal kurz, was drinnen rumfliegt. Und ich habe schon gesehen, nicht viel. Nämlich bloß die Scheibe. Gut, ist wie gesagt bloß ein DLC, geht aber so um die 8 bis 10 Stunden. Das Ding kostet zum Download, glaube ich, 20 Euro im Laden. Also so wie es hier ist, 25 für die Konsolen und ich glaube 20 für den PC. Soll aber ja mehr vom Guten sein, weil Wolfenstein The New Order war ja auch ein schönes Spiel, gut gemacht und allem. Und das soll hier halt einfach fortgesetzt werden. Spielt vor New Order. Doch dann eher an das klassische Wolfenstein angelegt, wenn man es so nennen will. Wir können aber kurz gucken, was hinten drauf steht. For New Order War, Wolfenstein The Old Blood. Das Regime steht kurz davor, den großen Krieg zu gewinnen, also wie gesagt, davor. In einem verzweifelten Versuch, das Blatt zugunsten der Alliierten zu wenden, begibt sich BJ Blazkowicz auf eine epische zweiteilige Mission in die Berge. Im ersten Teil Rudi Jäger und die Höhle der Wölfe bekommt es BJ mit einem wahnsinnigen Gefängnisleiter zu tun, als er in Burg Wolfenstein eindringt, um den Standort von General Totenkopfs Basis zu erfahren. In Teil 2 die dunklen Geheimnisse der Helga von Schaps. Sehr schöner Name. Trifft unser Held gegen nie zuvor gesehene Abscheulichkeiten an, während er immer tiefer in das Nervenzentrum des Regimes vordringt. Mit aller Kraft versucht er, den Feind daran zu hindern, geheimnisvolle Artefakte ans Licht zu bringen, die eine uralte dunkle Macht zu entfesseln drohen. Ja, das ist halt dann an die alten Wolfensteins doch so angelegt, wo die ja so mit Experimenten und Zombies und so, das soll wohl dann hier auch so ein bisschen mitkommen. Ansonsten mehr vom selben, ein Spieler wie immer ohne Multiplayer, aber ist jetzt für mich nicht so schlimm. Mir hat Wolfenstein wirklich sehr gut gefallen, habe ich auch Let's Played, wer mal reingucken möchte. Ansonsten war es das zu The Old Blood, nicht viel drin, aber wie gesagt, bloß ein DLC. Einmal noch zum im Laden kaufen als Datenträger, was mir persönlich immer ein bisschen besser gefällt. Ja, das war's von mir. Schönen Tag noch. Haut rein, Daumen hoch, Daumen runter und bis zum nächsten Mal.